Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich bin Leonie und heute schauen wir uns gemeinsam meine Warm-Up-Routine an. Das heißt, was genau mache ich vor dem Training, um meinen Körper perfekt darauf vorzubereiten, schwere Lasten zu bewegen und die Gelenke, Muskeln etc. einfach perfekt vorzubereiten. Das ist extrem wichtig, um beispielsweise Verletzungen vorzubeugen, aber auch einfach um die Trainingsqualität zu verbessern, denn wenn die Muskulatur gut vorbereitet wird auf dein Training, dann wirst du im Endeffekt auch langfristig mehr Muskelaufbau erzielen und genau deswegen machen wir einen Warm-Up. Bei mir besteht mittlerweile das Ganze aus erstens ein paar Minuten auf dem Laufband oder auf dem Stepper beispielsweise, manchmal einfach auch nur Lunges, Ausfallschritt oder so, einfach durch den Raum hin und her, das heißt einer eher kardiolastigen Partie sozusagen. Die zweite Partie ist dann Mobility und zwar mache ich das jetzt seit geraumer Zeit so, dass ich mich wirklich kurz einmal dynamisch dehne, nicht zu sehr, ja, also nicht wirklich statisch dehnen und da lange in die Dehnung reingehen, denn das wiederum kann auch das Verletzungsrisiko erhöhen. Nein, wir dehnen uns ein bisschen dynamisch davor. Außerdem nehmen wir uns eine Black Row und rollen einmal die wichtigsten Partien des Körpers, also für mich persönlich besonders der untere Rücken, der obere Rücken und die Beine aus, bevor wir ins Training richtig reinstarten. Um perfekt ins Training reinzustarten, gibt es natürlich auch öfter mal einen Pump-Booster. Ich persönlich nehme keinen koffeinhaltigen Booster. Da eignet sich natürlich beispielsweise der Goat Pump perfekt, um ins Training reinzustarten und trotzdem ordentlich abzuräumen mit einem guten Pump. Und der Goat Pump sorgt dann beispielsweise auch dafür, dass die Muskulatur mit mehr Nährstoffen versorgt wird, gut durchblutet wird etc. und ihr einfach ein besseres Training mit mehr Erfolgen erzielen könnt. Den Goat Pump und momentan auch ganze 7 andere Bundles mit bis zu 20% Rabatt bekommt ihr momentan über den Link in der Videobeschreibung und das Ganze dann mit einem Gratisprodukt noch mit dazu. Das Ganze dauert nicht allzu lange, also seid schlau und schlag jetzt zu. Wir starten jetzt in unser Warm-up rein und werden erstmal ein bisschen aufs Laufband gehen und da ein paar Steps sammeln. Ich mache es auch gerne oft so, dass ich einfach DMs oder so währenddessen beantworte, einfach Sachen, die ich aufgeschoben habe, währenddessen mache, einfach damit ich das Ganze ein bisschen hinauszögern kann, denn ja, ich bin kein Cardio-Bunny, es macht mir nicht sonderlich viel Spaß, auf dem Laufband rumzuchillen. Dementsprechend macht das vielleicht auch mal, wenn ihr euch damit schwer tut. Und ich würde sagen, let's go, auf zum Laufband. Der Cardio-Teil unseres Warm-Ups ist übrigens super gut, um einfach ein bisschen Blut durch den Körper zu bekommen, Herz-Kreislauf-System darauf vorzubereiten, dass es gleich größerer Belastung ausgesetzt wird. Das Ganze hilft euch einfach ein bisschen reinzukommen. Ne? Und natürlich ist es auch super für die Sehnen, Gelenke, Bänder etc., wenn einfach davor ein bisschen langsam Bewegung in den Körper reinkommt, bevor ihr halt wirklich die großen Belastungen dann angeht. Dementsprechend sind es bei mir immer ungefähr so ja, 10 bis 20 Minuten, die ich davor so cardio-mäßig auf dem Laufband verbringe. Aber es ist nicht wirklich Cardio, sondern einfach nur zügiges Gehen, damit ich halt ein bisschen warm werde und das Blut ins Fließen kommt. Weiter geht's im Text und zwar mit dem Ausrollen, hatte ich ja gerade eben schon angesprochen. Ausrollen mache ich tatsächlich noch gar nicht so lange intensiv bzw. regelmäßig, aber irgendwann war ich einfach an einem Punkt, wo ich mir gesagt habe, boah, ich fühle mich immer so steif, jetzt muss das Ganze wirklich mal bessere Ausnahme annehmen, damit ich halt wirklich Regelmäßigkeit reinbringe und meinem Körper mal dauerhaft was Gutes tue. Seitdem rolle ich mich eigentlich fast immer vor jedem Training aus, besonders intensiv eigentlich auch nochmal immer vor den Grundübungen, also besonders bei Trainings, die halt den ganzen Körper besonders beanspruchen. Und wenn ich zum Beispiel mit ja, Bankdrücken, Kreuzheben, Hip Thrust, Kniebeugen etc. rein ins Training starte. Außerdem mache ich das Ganze manchmal noch zu Hause einfach als regenerative Maßnahme und benutze dazu 3 unterschiedliche Tools. Und zwar ist das einmal eine normale Black Row, also eine ganz normale Faszienrolle, die wahrscheinlich jeder so kennt. Dann gibt es noch den sogenannten Peanut, zumindest nenne ich ihn so. Das ist einfach so eine Rolle mit ja, 2 Knubbeln sozusagen. Den kann man zum Beispiel super dafür nutzen, um die Rückenmuskulatur, besonders den unteren Rücken, auszurollen. Denn entlang unserer Wirbelsäule links und rechts laufen ja Muskulaturstränge entlang. Und die sind bei mir zum Beispiel oft durch das viele Kreuzheben und sowas, weil sie ja Erektoren sind, also den Oberkörper anheben, besonders belastet und dementsprechend auch oft verspannt. Deswegen ist das hier ein super Tool für mich. Außerdem benutze ich diese kleineren Kugeln auch gerne zum Beispiel mal, um Trägerpunkte im Po oder so auszurollen. Das ist auch eine mega Option. Und apropos Trägerpunkte, dafür gibt es dann auch noch so einen nicen kleinen Ball. Könnt ihr einfach auch mit einem Lacrosse-Ball oder irgendwas anderem kleinem Runden machen. Der eignet sich dann super dazu, ganz spezifische Trägerpunkte oder bestimmte Stellen im Körper anzusteuern und halt wirklich ganz gezielt in die Muskulatur hineinzuarbeiten. Bin ich auch mega Fan von. Benutze ich besonders halt, wenn es um unterschiedliche Stellen in der oberen Rückenmuskulatur geht. Da habe ich zum Beispiel oben links immer in der Nähe des Schulterblatts immer so eine Stelle, die mir immer Probleme macht. Dafür ist der super. Kann man sich zum Beispiel auch einfach an den Rücken legen und dann sich an die Wand lehnen oder so. Eignet sich perfekt dazu. Oder ich nehme das Ganze, um im Po an Trägerpunkten zu arbeiten. Das ist auch super, denn ja,
wie ihr euch vorstellen könnt, braucht man ein bisschen, um da reinzukommen in diese Fleischmasse. Genau. Eine Sache an dieser Stelle wollte ich nochmal anmerken. Es ist ein bisschen so umstritten, wie sehr und wie intensiv man sich ausrollen sollte. Es gibt da auch Studien zu etc. Es begünstigt die Durchblutung etc. Regeneration, kann die Mobility und sowas vor dem Training für einen bestimmten Zeitraum verbessern. Aber man sollte eben auch vorsichtig sein, dass man zum Beispiel nicht zu sehr entgegen der Venenklappen, also die befinden sich ungefähr hier, am Bein rollt, denn irgendwann kann es dadurch sein, dass die Venenklappen sich umklappen und das kann dann ja, Schäden im Körper anrichten. Was ihr stattdessen machen könnt, um auf Nummer sicher zu gehen, ich habe es früher auch nicht so gemacht, aber mittlerweile dann doch bemerkt, das wäre vielleicht ganz schlau, so zu machen, einfach immer in Richtung Körpermitte rollen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt den Oberschenkel ausrollt, zum Beispiel vom Knie in Richtung Oberkörper zu rollen. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das Ganze aussieht. Bei mir war es nämlich so, ich hatte eigentlich keine besonderen Beschwerden, als ich intensiver in beide Richtungen ausgerollt habe. Allerdings habe ich dann vermehrt Besenreißer und sowas bekommen. Das kann halt einfach auch dafür sprechen, dass es vielleicht der falsche Approach, also der falsche Ansatz war, um mich auszurollen. Deswegen gehe ich da jetzt ein bisschen lockerer ran, rolle mich auch viel dynamischer aus, bleibe nicht mehr so sehr auf Trägerpunkten, es sei denn, es tut mir wirklich, wirklich weh und macht das dann auch eher mit dem kleinen Ball und nicht mit der großflächigen Rolle. Okay, ich würde sagen, dann let's get started. Ich fange halt, wie gesagt, immer mit dem Rücken an und zeige euch mal, wie das Ganze bei mir aussieht. Also, als erstes ist unsere ganz normale Black Row dran. Damit beginnen wir und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Ganze angehe. Wie gesagt, zuerst wird der obere und der untere Rücken ausgerollt. Dazu legt man sich einfach ganz normal auf die Rolle. Und jetzt ist die Atmung ganz, ganz wichtig. Also es spielt eine extrem große Rolle. Versucht einfach immer dann, wenn ihr wirklich aktiv rollt, auszuatmen und euch ein bisschen in die Rolle hineingleiten zu lassen. Das sorgt dafür, dass die Rolle einfach ja, besser arbeiten kann und zum Beispiel mehr Blockaden gelöst werden. Ich fange zum Beispiel mal so an, dass ich die Hände zuerst unter die Oberschenkel lege. Und dann arbeite ich aber auch oft damit, entweder die Hände über den Kopf hinten zu nehmen, ich zeige euch gleich, wie das aussieht, oder vor dem Körper zu verschränken, um mich sozusagen selbst zu umarmen. So trifft man wirklich nochmal super unterschiedliche Partien des Rückens und es ist extrem, extrem angenehm. Wenn ich jetzt keinen Peanut da hätte, dann würde ich das beispielsweise noch so machen, dass ich die große Black Roll nehme und dann hier nochmal ein bisschen seitlich versuche, an den Rückenstreckern auf und ab zu arbeiten. Einfach, weil es halt bei mir ein großer Problempunkt ist. Aber ich habe jetzt die Peanut da, deswegen mache ich das Ganze mit der kleinen Doppelrolle. Schön aufpassen, dass ihr das Ganze nicht auf die Wirbelsäule legt, sondern wirklich so, dass die beiden Muskelstränge sich auf den Bällen befinden. Mega, das war dann im Prinzip der Rücken und jetzt gehe ich einfach über zur Beinmuskulatur. Wenn ihr zum Beispiel andere Körperpartien ausrollen möchtet, wie die Brust oder auch die Arme etc., dann würde ich euch immer empfehlen, schaut halt immer an, okay, wie groß ist das Körperteil, welche Rolle würde da am besten passen. Für die Brust zum Beispiel könnt ihr euch ganz normal die große Black Roll nehmen und euch dann auch einfach frontal mit der Brust darüber rollen. Und für zum Beispiel die Arme etc., vielleicht auch die Waden, nehmt ihr einfach den Peanut oder eben den kleinen Ball, das eignet sich da am besten. Wir machen jetzt weiter mit den Beinen und zwar rolle ich zuerst mal die Quads aus. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Ich setze die Rolle unten an und dann rolle ich, wie gesagt, dem Körper entgegen. So, und dann stoße ich die immer wieder nach vorne. Hab aber beim nach hinten rollen nicht so viel Belastung drauf. Sieht dann vielleicht nicht mehr so elegant aus, aber es nimmst du mit. Das Ganze dann natürlich nochmal auf der anderen Seite. So, und dann können wir das gleich natürlich auch noch mit der Rückseite machen. Da tue ich mir persönlich immer ein bisschen schwer, das Gewicht da wirklich drauf zu packen. Aber versucht euch einfach ein bisschen, probiert euch ein bisschen aus und irgendwann werdet ihr auch eure Routine darin finden. Direkt gerne nochmal mit über den Po. Und
Das wäre das, was ich regulär von meinem Training mache. Und ich zeige euch aber trotzdem noch mal ganz kurz, wie ich das mit dem kleinen Ball machen würde, wenn ich zum Beispiel einen Triggerpunkt oder so erwischt habe und es mich einfach nicht in Ruhe lässt. Dann würde ich den zum Beispiel dort hinlegen, versuchen wirklich in die Stelle hineinzuspüren und mich dann langsam darauf absenken und einfach darauf halten, dass das Ganze lockerer wird. Tja, das war es dann auch schon tatsächlich mit meinem Hauptteil der Warm-Up-Routine. Wenn es jetzt noch um unterschiedliche Trainings geht, also spezifische Trainings, dann mache ich es manchmal so, dass ich davor noch vielleicht die ein oder andere Warm-Up-Übung mit dazu nehme, wie zum Beispiel bei einem Beintraining Walking Lunges, also laufende Ausfallschritte, einmal komplett durch den Raum und das Ganze dann vielleicht 10 Mal, einfach um ein bisschen zu mobilisieren, vielleicht Bewegungsabläufe zu visualisieren etc. Aber ansonsten ist es natürlich auch ganz wichtig, dass ihr beispielsweise bei euren richtigen Sätzen, also bei den richtigen Übungen, die ihr dann macht, natürlich auch nochmal Aufwärmsätze etc. macht, um einfach den Bewegungsablauf zu verinnerlichen etc. und euren Körper an die Bewegung und die Belastung langsam heranzugewöhnen. Beim Rückentraining könntet ihr dann zum Beispiel Klimmzüge machen oder Australian Pull-Ups, also etwas Schräglagenklimmzüge sozusagen. Beim Brusttraining wiederum könnten das dann einfach Liegestütze sein und beim Schultertraining auch Liegestütze. Also einfach eine Übung, die euch einfach ein bisschen aufwärmt für die Muskelgruppe, die ihr halt trainieren wollt. Aber grundsätzlich ist das erstmal meine Warm-Up-Routine. Also erster Teil erstmal ein bisschen Cardio-lastig, also einfach beispielsweise auf dem Laufband, auf dem Stepper etc. etwas reinkommen in das ganze Geschehen und dann Nummer 2 halt wirklich mit der Black Row einmal ordentlich durchrollen, alles was geht. Das dynamische Dehnen habe ich jetzt nicht mit reingenommen, es ist bei mir halt auch nicht vor jedem Training mit präsent, halt eher das Ausrollen, einfach damit ich nicht in Versuchung gerate, mich zu sehr zu dehnen und dann halt doch die Verletzungsgefahr erhöhe. Dementsprechend könnt ihr mich gerne mal in den Kommentaren wissen lassen, ob ihr vielleicht ein separates Dehnungsvideo gerne hättet, dazu wie ich mich dehne, wie ich das zum Beispiel in meiner Morgenroutine oder so das ein oder andere Mal mache und wie ich für mich persönlich so ein besseres Körpergefühl kreiere. Ansonsten war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne in den Kommentaren auch wissen, wie eure Warm-Up-Routine aussieht, was ihr vielleicht anders oder gleich macht. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.